Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 320. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. In dieser Folge werden zwei weitere Sätze der Laplace-Transformation behandelt, und zwar zum einen der Integrationssatz im Originalbereich und zum anderen der Integrationssatz im Bildbereich, der allerdings in der Praxis eher eine untergeordnete Rolle spielen wird. Weitaus wichtiger ist der Integrationssatz im Originalbereich, der insbesondere eine wichtige Rolle beim Lösen von sogenannten Integro-Differentialgleichungen spielen. Integro-Differentialgleichungen sind Differentialgleichungen, wo die Ableitung der gesuchten Funktion vorkommt, als auch das Integral der gesuchten Funktion. Und als Beispiel habe ich hier einmal eine Schaltung aus der Elektrotechnik vorbereitet, nämlich einen Reihenschwingkreis, bestehend aus einem Kondensator, einer Spule und einem ohmschen Widerstand. An dieser Schaltung sei mal eine beliebige zeitabhängige Spannung U von T angeschlossen und wir fragen danach, wie sich die Stromstärke I von T hier zeitlich entwickelt. Und die Gleichung, die das hier beschreibt, die habe ich hier rechts einmal hingeschrieben. Das ist eine sogenannte Integro-Differentialgleichung. Sie sehen also, dass für die gesuchte Stromstärke I von T in dieser Gleichung sowohl die Ableitung von der Stromstärke vorkommt, als auch das Integral über die Stromstärke. Und wir wollen dann diese Integro-Differentialgleichung Laplace transformieren und dazu müssen wir wissen, wie sich ein Integral Laplace transformiert. Und das führt uns jetzt zum ersten Satz, dem sogenannten Integrationssatz im Originalbereich. Ist also f eine Funktion, und zwar eine komplexwertige Funktion als Abbildung aus dem halboffenen reellen Intervall von 0 bis unendlich in die Menge der komplexen Zahlen, wobei jedem t hier zugeordnet werden soll f von t. Und wir fordern von dieser Funktion, dass diese Funktion von exponentieller Ordnung sein soll. Also von exponentieller Ordnung. Dann lautet der Integrationssatz im Originalbereich. Dann lautet der Integrationssatz Integrationssatz im Originalbereich und zwar zeigt dieser Satz, wie man ein Integral Laplace transformiert. Die Laplace Transformation eines bestimmten Integrals von 0 bis t über f von tau d tau in der Variablen s ist dasselbe wie die Multiplikation von 1 durch s multipliziert mit der Laplace-Transformierten der Funktion f von t in der Variablen s. Und diesen Satz, den wollen wir jetzt zunächst einmal beweisen. Zunächst einmal müssen wir zeigen, dass die Laplace-Transformierte dieses Integrals überhaupt existiert. Das heißt, zu zeigen wäre hier, wir definieren uns einmal die Funktion g von t als das Integral von 0 bis t über f von tau d tau. Und zu zeigen ist hier, dass diese Funktion g von t von exponentieller Ordnung ist. Und wenn diese Funktion von exponentieller Ordnung ist, dann ist gesichert, dass auch die Laplace-Transformierte dieses Integrals existiert. Und nach Voraussetzung ist ja unsere Funktion f von exponentieller Ordnung. Wenn die Funktion f von exponentieller Ordnung ist, wissen wir, dann gilt offensichtlich, dass der Betrag dieser Funktion f von t kleiner gleich ist einer positiven Konstanten m mal e hoch Gamma t, wobei hier beide Konstanten, sowohl m als auch Gamma, hier als positiv angesetzt werden. Dann können wir jetzt einmal betrachten, was ist der Betrag von diesem Integral, also von der Funktion g von t. Vielleicht schreibe ich das hier nochmal ausführlich hin. Das ist ja der Betrag von dem Integral von 0 bis t über f von tau d tau. Das ist zunächst einmal, schätzen wir das nach oben hin ab, wir bringen die Betragsstriche innerhalb des Integranden hinein. Das heißt, dann gilt ja nach den Rechenregeln der Integralrechnung, das ist kleiner gleich als dem bestimmten Integral von 0 bis t über den Betrag von f von tau
dTau. Und nun benutzen wir die Eigenschaft hier oben, dass ja laut Voraussetzung die Funktion f selbst von exponentieller Ordnung ist. Das heißt, wir können nochmals abschätzen, das ist das Integral von 0 bis t über m multipliziert mit e hoch Gamma tau d tau. Und die Stammfunktion lässt sich hier sofort angeben. Das ist offensichtlich gerade m dividiert durch Gamma mal e hoch Gamma tau und das Ganze in den Grenzen von 0 bis t. Setzen wir die obere Grenze ein, erhalten wir m dividiert durch Gamma mal e hoch Gamma t minus die untere Grenze, also m dividiert durch Gamma mal e hoch 0 und e hoch 0 ist 1, brauche ich also nicht hinschreiben. Da nun nach Voraussetzung n und m und Gamma beides positive Zahlen sind, dann wissen wir auch, dass der Quotient m dividiert durch Gamma selbst auch wieder positiv sein muss. Und damit können wir nochmals nach oben hin das Ganze abschätzen, indem wir den zweiten Summanden, nämlich m durch Gamma, hier weglassen. Das ist sicher kleiner gleich als m dividiert durch Gamma mal e hoch Gamma t. Und damit ist gezeigt, dass offensichtlich diese Funktion g von t von exponentieller Ordnung ist. Also g von t ist von exponentieller Ordnung. Und daraus können wir dann folgern, dass die Laplace-Transformierte von dieser Funktion g auf jeden Fall existiert. Und im nächsten Schritt werden wir jetzt diese Rechenregel beweisen, das heißt diese Gleichung, die hier oben im Satz steht. Wir fangen einmal an mit g von t. G von t haben wir ja oben ja schon definiert, was wir darunter verstehen wollen. Das ist also das bestimmte Integral von 0 bis t über f von tau d tau. Dann wissen wir, wenn wir diese Funktion ableiten, also g' von t bilden, muss hier gerade f von t herauskommen. Und es gilt offensichtlich g von 0, was ja hier das Integral von 0 bis 0 wäre, über f von tau d tau. Dort muss dann 0 herauskommen. Und was wir jetzt benutzen werden, ist der Ableitungssatz im Originalbereich, den wir im letzten Video schon bewiesen haben. Wir fangen einmal an mit L von f von t in der Variablen s. Nun, f von t ist aber dasselbe, das steht hier oben noch, wie g' von t. Das heißt, das ist dasselbe wie L von g' von t in der Variablen s. Und wir benutzen jetzt den Ableitungssatz im Originalbereich, den wir im letzten Video bewiesen haben. Und der besagt, die Laplace-Transformierte der ersten Ableitung ist letztendlich die Multiplikation der Variablen s mit der Laplace-Transformierten der Funktion g im Punkte s minus g an der Stelle 0. G an der Stelle 0 haben wir aber eben gesehen, ist 0. Das bedeutet, wir erhalten hier letztendlich, das ist s multipliziert mit der Laplace-Transformierten von g von t im Punkte s. Und das lässt sich jetzt dividieren durch s auf beiden Seiten und dann erhalten wir letztendlich, dass die Laplace-Transformierte von g von t im Punkte s nichts anderes ist als 1 dividiert durch s multipliziert mit der Laplace-Transformierten von f an der Stelle t im Punkte s. Und wir wissen ja, die Laplace-Transformierte von g ist ja dasselbe wie die Laplace-Transformierte von dem bestimmten Integral von 0 bis t über die Funktion f von tau d tau. Und damit wäre dieser Integrationssatz im Originalbereich schon bewiesen. Ich möchte Ihnen jetzt einmal eine Anwendung zeigen dieses Integrationssatzes, indem wir mal folgendes Beispiel betrachten. Und zwar gesucht ist hier die Laplace-Transformierte von der Funktion Sinus Quadrat a mal t. Das ist hier die Frage. Dazu definieren wir uns zunächst einmal die Funktion f von t. F von t soll hier mal sein, das ist Sinus Quadrat von a mal t. Daraus folgt dann, wenn Sie die Ableitung von dieser Funktion f bilden mit Hilfe der Kettenregel, dann erhalten wir als äußere Ableitung 2 mal Sinus von a mal t, multipliziert mit der inneren Ableitung, ja Sinus a mal t abgeleitet, gibt dann zunächst einmal Cosinus a mal t, multipliziert mit der inneren Ableitung von der Funktion a mal t und das gibt gerade a.
Und wir können die ersten beiden oder die ersten drei Faktoren zusammenfassen mit Hilfe eines bekannten Additionstheorems. Das ist nämlich dasselbe wie Sinus von 2at, so dass wir letztendlich erhalten, das ist a multipliziert mit Sinus von 2a mal t. So, das heißt also letztendlich daraus folgt, wir können schreiben für Sinus Quadrat von a mal t, das ist dann dasselbe wie das bestimmte Integral von 0 bis t über die Ableitung, nämlich über f', also a mal Sinus von 2a mal tau d tau. Und wir werden jetzt den Integralsatz verwenden. Und zwar fangen wir einmal an mit der Laplace-Transformierten von Sinus Quadrat a mal t im Punkte s. Das ist ja nichts anderes wie die Laplace-Transformierte von dem bestimmten Integral von 0 bis t über a mal Sinus von 2a mal tau d tau im Punkte S. Und jetzt verwenden wir den Integralsatz, den wir gerade bewiesen haben. Das ist dasselbe wie 1 dividiert durch S multipliziert mit der Laplace-Transformierten von a mal Sinus von 2 at im Punkte S. Und im nächsten Schritt werden wir den Linearitätssatz verwenden. Das heißt, wir können aus der Laplace-Transformation das a noch vorziehen. Wir halten also a dividiert durch s multipliziert mit der Laplace-Transformierten von Sinus 2at. Und nun müssen wir uns erinnern an die folgende Korrespondenz. Und zwar, es gilt, und das schreibe ich hier mal mit dem Dötsch-Symbol, haben Sie die Funktion Sinus Omega T und Laplace transformieren Sie diese Funktion, dann erhalten Sie hier Omega dividiert durch S Quadrat plus Omega Quadrat. Unser Omega ist also in unserem Fall 2a, sodass wir hier letztendlich erhalten, das ist a dividiert durch S multipliziert mit 2a dividiert durch s Quadrat plus in Klammern 2a zum Quadrat. Und das Ganze lässt sich noch etwas zusammenfassen. Das ist 2a Quadrat im Zähler. Und im Nenner hätten wir dann stehen s multipliziert mit s Quadrat plus 4a Quadrat. Sie sehen also, dass man auch den Integrationssatz im Originalbereich dazu benutzen kann, um weitere Korrespondenzen sich zu verschaffen. In manchen Fällen kann es allerdings notwendig sein, auch eine Bildfunktion zu integrieren, und das führt dann auf den zweiten Integralsatz der Laplace-Transformation, auf den sogenannten Integralsatz im Bildbereich. Um diesen Integralsatz im Bildbereich zu beweisen, benötigen wir allerdings vorab noch einen Hilfssatz, und diesen Hilfssatz, den möchte ich zunächst einmal hinschreiben. Also Satz: Ist f eine komplexwertige Funktion, also eine Abbildung aus dem reellen halboffenen Intervall von 0 bis unendlich in die Menge der komplexen Zahlen, und zwar ist diese Funktion stückweise stetig und von exponentieller Ordnung dann gilt für reelles x, folgende Aussage, und zwar, dass der Limes x gegen unendlich von der Laplace-Transformierten einer Funktion f, das Argument lasse ich hier mal weg beim f, in Abhängigkeit von der reellen Variable in x gleich 0 ist. Das heißt also, wenn Sie für die komplexe Variable s einen reellen Zahlenwert einsetzen und dieses, oder x einsetzen, besser gesagt, und dieses x gegen unendlich laufen lassen, dann muss diese Bildfunktion immer gegen 0 konvergieren. Und das wollen wir jetzt zunächst einmal beweisen. Also Beweis: Für alle Zahlen x, die der Realteil der komplexen Zahlen s sein soll, größer als Gamma, gilt folgende Aussage, die wir schon in dem Video Nummer 316 bewiesen haben, und zwar, dass der Betrag von L der Funktion f
Impunkte S, das ist ja nichts anderes wie das uneigentliche Integral von 0 bis unendlich über f von t mal e hoch minus st dt, dass dieses kleiner oder gleich ist einer positiven Konstante m dividiert durch x minus Gamma. Wobei hier dieses m eine positive reelle Zahl ist und das Gamma irgendeine beliebige reelle Zahl ist. Und das führt nun dazu, wenn wir jetzt einmal bilden, nämlich den Limes x gegen unendlich von m dividiert durch x minus Gamma, weil m eine positive Zahl ist, Gamma ist irgendeine reelle Zahl, wenn Sie im Nenner das x gegen unendlich laufen lassen, dann wird dieser Bruch gegen 0 konvergieren. Und daraus folgt, wenn jetzt die rechte Seite hier gegen 0 konvergiert, wenn Sie die Ungleichung hier oben nochmal anschauen, da muss die linke Seite ebenfalls gegen 0 konvergieren. Das heißt, der Inhalt des Betrages muss für x, für reelle x gegen 0 laufen. Also Limes x gegen unendlich von L f von t im Punkte s ist gleich 0 und setzen Sie jetzt für s das x ein, dann erhalten wir hier die Aussage, die oben im Satz auch steht, nämlich Limes x gegen unendlich von der Laplace-Transformierten der Funktion f für reelle x-Werte ist 0. Und damit wäre dieser Satz oder dieser Hilfssatz schon bewiesen. Was kann man damit anfangen mit diesem Hilfssatz? Wir betrachten vielleicht mal ein kleines Beispiel. Und zwar ist hier die Frage, gibt es eine Funktion f so, dass die Laplace-Transformierte dieser Funktion f im Punkte s die Funktion e hoch s ist? Gibt es sowas? Und die Antwort auf diese Frage ist natürlich nein, denn es muss ja gelten, wenn Sie für s eine reelle Variable einsetzen, also ein reelles s betrachten und dieses bezeichne ich hier mal wieder mit x und x gegen unendlich laufen lassen, von dieser Funktion, also dieser Laplace-Transformierten in Abhängigkeit der reellen Variablen x, kommt hier unendlich heraus und nicht 0. Das heißt also, zu der Funktion e hoch s gibt es offensichtlich keine Urbildfunktion oder Originalfunktion f von t. Und wir können jetzt mithilfe dieses Hilfssatzes auch den nächsten und zweiten Satz oder dritten Satz besser gesagt beweisen. Und das ist jetzt der Integrationssatz im Bildbereich. Und da setzen wir jetzt voraus, dass einerseits die Funktion f und die Funktion f von t dividiert durch t von exponentieller Ordnung sind. Also beide Funktionen sollen von exponentieller Ordnung sein, dann lautet der Integrationssatz der Integrationssatz im Bildbereich. Und zwar betrachten wir die Laplace-Transformierte der Funktion f von t dividiert durch t, dann ist das dasselbe wie das Integral von s nach unendlich über die Laplace-Transformierte des Zählers, also nur von f von t, im Punkte sigma d sigma. Wir haben ja die Integrationsvariable Sigma gewählt, denn bedenken Sie, in den Grenzen des Integrals bzw. in der unteren Grenze steht ja das S drin, sodass hier die Lösung wieder eine Funktion von S sein wird. Und diesen Satz wollen wir auch beweisen. Wie gesagt, dieser Satz spielt in der Praxis eher eine untergeordnete Rolle. Ich möchte diesen Satz nur der Vollständigkeit halber hier mit aufführen. Und zwar betrachten wir zunächst einmal den Ableitungssatz im Bildbereich, den wir im letzten Video bewiesen haben. Und der besagt, betrachten wir die negative Ableitung d nach ds von der Laplace-Transformierten der Funktion f von t dividiert durch t im Argument s, dann ist das dasselbe wie die Laplace-Transformierte von t multipliziert mit dieser Funktion, die ja vorne drin steht, also f von t dividiert durch t in der Variablen s. Und Sie sehen hier, dass sich offensichtlich das t hier heraushebt auf der rechten Seite in der Laplace-Transformierten, so dass hier l von f von t nur noch übrig bleibt.
Und was wir jetzt im nächsten Schritt machen werden, ist, wir werden jetzt diese Gleichung integrieren auf beiden Seiten. Und zwar betrachten wir dazu zunächst einmal eine feste Zahl S0 und eine variable Zahl S aus der Menge der komplexen Zahlen. Und werden jetzt hier auf diese Gleichung auf beiden Seiten das Integral anwenden von S0 bis S. Also von einer festen gedachten komplexen Zahl S0 bis zu einer oberen variablen komplexen Grenze S. Wenden wir dieses Integral auf der linken Seite an, dann erhalten wir das Integral von S0 bis S über minus d nach, und jetzt benutze ich hier d Sigma, von L f von t dividiert durch t im Punkte Sigma d Sigma. Und auf der rechten Seite genauso, dort erhalten wir das bestimmte Integral von S0 bis S über L von f von t im Punkte Sigma d Sigma. Werten wir nun zunächst einmal das Link-Integral aus, dann erhalten wir ja hier zunächst einmal folgende Stammfunktion, die kann man sofort hinschreiben, das gibt hier offensichtlich minus die Laplace-Transformation von f von t dividiert durch t im Punkte Sigma und in den Grenzen von S0 bis S. Das ergibt, wenn wir das auswerten, wir setzen also die obere Grenze zunächst einmal ein, dann erhalten wir minus die Laplace-Transformierte der Funktion f von t dividiert durch t. Und das Ganze für Sigma müssen wir jetzt die obere Grenze einsetzen, also s, minus die Stammfunktion an der unteren Grenze, da dort aber schon ein Minus steht, erhalten wir insgesamt als Vorzeichen ein Plus und erhalten dann die Laplace-Transformierte von der Funktion f von t dividiert durch t, allerdings jetzt im Punkt s0. Und das muss immer noch sein, die rechte Seite hier, die ich mal unterstreiche, nämlich das bestimmte Integral von S0 bis S über die Laplace-Transformierte von f von t im Punkte Sigma d Sigma. Nun betrachten wir mal auf der linken Seite den Ausdruck, die Laplace-Transformierte von der Funktion f von t dividiert durch t an der Stelle S0. S0 ist ja eine festgedachte komplexe Zahl, das heißt letztendlich gibt dieser Ausdruck hier eine Konstante, da S0 nicht variabel ist. Und wir können das Ganze jetzt einmal auflösen nach der Laplace-Transformierten von der Funktion f von t dividiert durch t. Dann erhalten wir hier die Laplace-Transformierte von der Funktion f von t dividiert durch t im Punkte S ist gleich, wie Sie sehen, dann bringe ich das rechte Integral auf die linke Seite. Das heißt, wir halten dann minus dem Integral von S0 bis S über die Laplace-Transformierte der Funktion f von t im Punkte Sigma d Sigma. Und dann kommt noch die Konstante hinzu plus diese Konstante. Und wir werden jetzt im nächsten Schritt versuchen, diese Konstante zu bestimmen. Bedenken Sie, dass diese Gleichung für jedes beliebige Variable s gelten muss. Das heißt auch insbesondere für reelle Zahlen s. Also speziell für reelles s. Für reelles s gilt. Und zwar wenden wir jetzt auf diese Gleichung hier, die ich nochmal einrahme, den Limes S gegen unendlich einmal an, zusätzlich noch, das schreibe ich einfach mal hin, also auf beiden Seiten den Limes S gegen unendlich und S soll reell sein. Dann erhalten wir auf der linken Seite, das ist der Limes S gegen unendlich von der Laplace-Transformierten der Funktion f von t dividiert durch t im Punkte s. Und auf der rechten Seite erhalten wir dann entsprechend, das ist minus der Limes s gegen unendlich von dem Integral s0 bis s über l von f von t im Punkte Sigma d Sigma. Und dann haben wir hier immer noch separat die Konstante stehen. Und nun wissen wir ja, da vorausgesetzt worden war, dass die Funktion f von t dividiert durch t von exponentieller Ordnung ist, existiert also die Laplace-Transformierte. Also diese hier existiert auf jeden Fall. Und wir wissen, für reelles s wird im Grenzwert, das hatten wir gerade oben im mittleren Satz bewiesen,
Nämlich unsere Funktion ist ja von exponentieller Ordnung und dann gilt für reelles x, das ist der Limes x gegen unendlich dieser Funktion für reelles x gegen 0 geht. Das heißt also letztendlich, wir können sagen, der linke Grenzwert hier liefert uns den Wert 0. Und damit können wir jetzt unsere Konstante auch bestimmen. Daraus folgt also offensichtlich, dass unsere Konstante gleich sein muss als Limes s gegen unendlich von s0 bis s über L von f von t im Punkte Sigma d Sigma. So, und das können wir natürlich noch schreiben als, wenn wir den Grenzwert jetzt mal auswerten, das ist das Integral von s0 bis unendlich über L von f von t im Punkte Sigma d Sigma. Nun gehen wir in die obere eingerahmte Gleichung nochmal hinein, die ich hier schwarz eingerahmt habe, also hier oben. Dann folgt doch daraus, dass offensichtlich die Laplace-Transformation der Funktion f von t dividiert durch t im Punkte s sein muss. Wir haben zunächst einmal das Integral, also negative Integral von s0 bis s über die Laplace-Transformierte von f von t im Punkt Sigma d Sigma plus diese Konstante. Und für die Konstante hatten wir eben gesehen, das ist das Integral von s0 bis unendlich über L von f von t im Punkt Sigma d Sigma. Und nun wende ich hier eine Integrationsregel an. Für das erste Integral, das hier steht, kann ich die Grenzen mal austauschen, wenn ich das tue. Das mache ich jetzt mal hier. Also die untere Grenze wird zur oberen Grenze und die obere Grenze zur unteren Grenze. Das berücksichtige ich, indem ich dieses Minuszeichen, was hier vor dem Integral steht, durch ein Pluszeichen ersetze. Und nun könnte ich diese beiden Integrale zusammenfassen. Offensichtlich haben wir denselben Integranten hier vorliegen für beide Integrale. Das erste Integral geht von s bis s0, das zweite von s0 bis unendlich. Das heißt, letztendlich können wir das Ganze hier zusammenfassen als Integral von s bis unendlich über die Laplace-Transformierte der Funktion f von t im Punkt Sigma d Sigma. Und damit wäre dieser Satz hier offensichtlich schon bewiesen. Wenn Ihnen jetzt dieses Video gefallen hat, können Sie mir gerne einen Daumen nach oben geben und vergessen Sie bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls Sie kein weiteres Video verpassen wollen. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen.